Moin. Ja, ich fahre in der Straße und es ist laut. Es geht wieder bergauf. Ich bin jetzt in der Nähe von Augustdorf und habe jetzt, glaube ich, noch irgendwas, keine Ahnung, wie viele Kilometer. Also mein nächster Wegpunkt ist das Kyffhäuser-Denkmal. Ist 202 Kilometer entfernt. Und es ist so anstrengend, an der Straße zu fahren. Ja, ich habe die Nacht bei einer netten Familie geschlafen im Zelt, im Garten. Die habe ich gestern Abend um 21 Uhr noch getroffen, die waren joggen. Und dachte, ja komm, scheiß drauf, du musst die Chance nutzen. Gefragt und gesagt, ja, ist kein Problem. Und das Geile ist, von der einen, die Schwester, die hat Pflaumenkuchen gebacken. Und davon hatten sie noch ein Stück übrig. Und das durfte ich essen. Oh, oh, war das lecker. Das war ein wahrer Segen für meinen Gaumen. Jetzt bin ich gleich mal ruhig, da kommt nämlich ein LKW. Aber geil, einfach nur geil. Ich bin auch ein bisschen K.O. jetzt wirklich. Also nicht nur irgendwie so gesagt und fühlt sich anders an. Ich bin wirklich ein bisschen K.O. Hab gerade einen Schnitt oder gerade eine Geschwindigkeit von 17 km/h. Ja. Versuche motiviert zu bleiben, oder ich bin motiviert, aber ich muss mal gucken, wie weit mich meine Kräfte heute tragen, weil es geht halt jetzt wieder los Richtung Harz, unterhalb vom Harz lang zum Kyffhäuser-Denkmal und dann nach Erfurt. Das Höhenprofil, morgen, das Höhenprofil von Komoot schreckt mich schon ein bisschen ab. Aber, ja, was soll ich sagen? Wer keine Herausforderungen hat, der macht sich halt welche, ne? Wusstet ihr eigentlich, dass sie in Augustdorf die Kaserne, die Rommel-Kaserne, glaube ich, ist das, eine der größten Kasernen in Deutschland ist? Oh, ich muss mal kurz das Handy weg, die Hand wechseln. Ich muss mal runterschalten. Oder hoch, wie man es nimmt. Einen leichteren Gang halt. Ja, vielleicht sieht man's. Ich glaube, Sonnenbrand habe ich. Es ist aber nicht so, dass es brennt. Aber man merkt es halt schon. Und ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß, dass es jetzt nur noch bergauf geht. Und aber auch wenn ich sage, ich habe keinen Bock mehr, fahre ich lieber bergauf wie bergab. Ich war gestern in Warendorf oder hinter Münster, warte mal, hinter Warendorf, ja, bei Zweirad Hans, glaube ich, heißt der, und habe nochmal gefragt, ob die über meine Kette drüber schauen können, über meine Schaltung, über das Schaltwerk. Und ja, die gute Nachricht ist, er konnte es nochmal nachstellen. Die schlechte Nachricht ist, das ist rum, es ist komplett abgenutzt. Ich kann nicht mehr in den höchsten Gang schalten, um mal ein bisschen Power drauf zu knallen. Oh, oh, sorry. Und, aber dadurch, dass wir jetzt in den Thüringer Raum kommen, ist das auch egal. Oh, du meine Güte, ey. Das ist kein Sodbrennen. Ich habe keine, doch, ich habe Kohlensäure getrunken. Naja, auf jeden Fall haben die mir gestern doch eine Flasche Cola, eine 1 Liter Flasche Wasser mit Sprudel gegeben und ein Bier. Natürlich trinke ich kein Bier. Das wäre ja fatal, wenn man das auf YouTube machen würde. Ansonsten habe ich heute früh noch meine restlichen Haferflocken in heißem Wasser und ein paar Apfelstücken gegessen. Das war auch richtig Premium. Ich glaube, Haferschleim wird so eins meiner Lieblingsfrühstückssachen. Das schmeckt so geil. Wenn man überlegt, wenn du das mit ein bisschen Zimt verfeinerst oder dir so ein Kakaopulver oder sowas holst,
dann muss es ja richtig geil sein. Haust noch ein paar Heidelbeeren mit rein, Himbeeren oder Banane. Ist schon Premium. Das Gute ist halt, ich habe einen Dörrautomaten zu Hause. Morgen. Ich habe einen Dörrautomaten zu Hause. Und hört ihr mich überhaupt? Ich hoffe. Warte mal. Raschel, raschel, raschel. Kratz, kratz, kratz. Geht gleich weiter. Mensch. Leute. Das hat doch gestern auch funktioniert. So. Ja, ich habe einen Dörrautomaten zu Hause. Und werde ich wahrscheinlich mal anfangen mit Müsli selber machen. Also, weiß nicht, Haferschleim oder Haferflocken, Weizenkleie, Sesam, was es alles so gibt. Dann noch ein bisschen Obst und Gemüse und das dann trocknen. Ich glaube, das ist auch so ein richtig geiles Powerfood, wenn man unterwegs ist. Es wiegt nichts, es bringt dir aber Haufen Energie. Und dann muss ich halt mal gucken, dass ich noch irgendwas mitnehme, was mir ein bisschen den Magen füllt, weil ich habe immer dieses flaue Gefühl in den Magen. Und ja, das will ich nicht haben, das ist so unangenehm. Ich muss jetzt auch gleich mal auf die Karte gucken. Nicht, dass ich mich jetzt hier irgendeinen Weg runterfahre und muss dann umdrehen und muss den wieder hochfahren. Deswegen, so, oder, ja, wir müssen es so machen. Es ist zwar windig, aber nützt ja nichts. Ja, wie gesagt, ich komme nachher nochmal, schaue ich nochmal rein, was bei euch so abgeht. Ein paar Kommentare lesen. Kann ich ja noch gar nicht, ist ja noch gar nicht hochgeladen. Und ja, mal schauen. Ach so, übrigens, wenn ihr mal Bock habt auf so eine gemeinsame Tour oder ihr sagt, jo, ich hätte eigentlich mal Bock, dass du mich besuchen kommst, dann könnt ihr mir gerne auch mal irgendwie, ich weiß noch nicht wie, mal irgendwie schreiben und sagen, ja, ich wohne da und da. Und dann mache ich da einfach mal so eine Quer-durch-Deutschland-Tour und besuche einfach mal alle Leute, die so Bock auf mich haben. Oh nee, jetzt kommt er auch noch zu mir. Nicht, dass er jetzt noch im Internet ist. Nein, er muss auch noch zu mir kommen. So, jetzt komme ich hier in den Dorf. Ich muss im Pferd erstmal gucken, wo ich landen muss. Wir horchen, sehen uns, sprechen uns später. Haut rein.